Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Xion. Ich will jetzt gerade mal fix schauen. Wie heißen die Dinger? Grass Pouch oder so ähnlich. So, hier haben wir es doch. Was brauchen wir dafür? Ach, dafür brauchen wir einfach bloß Gras. Ja, dann. Mal zu, dann sammeln wir mal Gras. Hier haben wir noch Gras. Da war doch gerade irgendwo Gras. Hallo? Tja, da haben wir doch Gras. So. Sammeln wir Gras, außerdem brauchen wir das Werkzeug dafür. Ich mache noch ein paar von den Taschen, ganz einfach aus dem Grund, dass die anderen Kollegen dann auch noch eventuell welche haben. Das heißt, mindestens 8 so eine Taschen möchte ich gern machen. Was brauche ich dafür? Den Slasher und den Weaver und halt mindestens 8 mal Gras, ne? Und solange wir hier noch Gras haben, sammle ich das auch jetzt direkt, anstatt es gleich vom Stapel zu nehmen. Weil es wäre unfair, der andere sammelt Gras und ich nehme es halt alles so weg. Ja, okay, so unfair wäre es mir auch wieder nicht. Immerhin kriegen die dann diese komischen Packages von mir. Diese Pauvalu Grass Pouch. Oh mein Gott. Es sind halt einfach Grasgürteltaschen. So einfach ist das. Es sind Grasgürteltaschen. Oder auch krasse Gürteltaschen. So. Okay. Und dann Craft. Unable to place object. Oh man, Alter. Willst du mich flachsen? Dann machen wir das halt hier. So, nochmal. Good night everyone, getting late here. Warte einen Moment. Slash Y, so. Bibi. Mir. So. Okay, und wir craften weiter. Ich möchte mal wissen, woher der Mir kommt, wenn der sagt, dass es jetzt late ist. In Deutschland ist es jetzt gerade late. Wir haben es 0:06 in diesem Augenblick. Ich habe keine Ahnung, wie viel... Alter, wie oft ist denn das jetzt gefailt? Oh, einmal geglückt, dreimal gefailt. Oh, ich habe was Neues dazu gelernt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Puvalu Gift Basket. Yeah, neu. Ja, das werden wir dann auch gleich mal ausnutzen. Hier ist noch Gras. Kann das sein, dass uns das Gras auch lang... Ja, da drüben haben wir noch ein bisschen. Ja, wir haben schon noch ein bisschen, also geht schon noch. So. Sammel. Dafür brauchen wir gleich direkt 4 mal Gras. Aber ich denke, dadurch steigt der Skill dann gleich mal wieder ein bisschen mehr an. Nee, ups, Gras. Empty. So, dann machen wir hier weiter. Das war auch vorhin voll krass, als ich da mit einem anderen Kollegen gequatscht habe. Da habe ich mich ja ein bisschen mal im Englischen versucht. Und als ich das Gespräch dann beendet war, habe ich dann auch angefangen, mit meiner Freundin Englisch zu quatschen. Wie schnell das geht. Ich sag mal, was willst du von mir? So, dann... Probier halt, ich glaube, wir brauchen erst später hier den Lasher und den Weaver. And go. Oh yeah, es ist geglückt und da steht das gute Teil. Machen wir auf das Ding. Ja, das ist noch gar nicht mal allzu klein. Pick up. Und es ist sogar ziemlich leicht. Stelle ich dann auch mit dahin, dann haben die anderen zwei eine schöne Überraschung. So, wir sammeln weiter, denn dann möchte ich doch gerne, dass sie dieses Pouch machen. Das Grass Pack, ich glaube, das habe ich schon. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau, das habe ich schon. Und dann machen wir diesen Grass Pouch. So, machen wir hin. Achso, dann muss ich erstmal wieder hier. Leisure, Weaver, and go. Auf geht's. Crafting failed, na sowas. Irgendwie gewöhne ich mich langsam dran. Crafting success. Ich soll das mal aufheben, sonst vergesse ich's. Pick up. Warum es nicht gleich mit dem Rucksack steckt, der blöde Penner? So. Probieren wir es gleich.
Nee, wir machen erst das Gras hier weg und dann probieren wir das aus. Ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weiter sammeln, nicht pausieren. Pausen sind Luxus und Luxus gönne ich mir nicht. So, einmal noch, dann müsste der Grasbüschel ja eigentlich auch verschwinden. Komm, mach verschwinden, Boss. Jawohl, haben wir das. Und dann fangen wir wieder das Craften an. Es sind immer wieder die gleichen Abläufe. Und es wird schon wieder dunkel. Wollt ihr mich verscheißern? Wie schnell gehen denn die Tage hier rum? Mit die F, was war das? Ich habe da jetzt irgendeine Meldung. Irgendwas hat doch jetzt. Ich habe keine Ahnung. Pickup. Craft. So. Pickup. Ach so, das Geräusch war einfach bloß dafür, dass das Ding fertig war. Vierer haben wir jetzt. Jetzt geht es wie am Fließband. Das ist Nummer 5. 8 möchte ich insgesamt machen. Okay, das war failed. Dann brauchen wir wieder Gras. Da wächst schon wieder nach. Wie viel man daraus Gras machen kann, ne? Das ist schon ganz schön krass. Mich würde jetzt auch mal an der Stelle interessieren, wie viele denn von euch jetzt doch mal auf die Idee gekommen sind. Ich weiß ja gar nicht, wann ich den Part hochlade. Ob das jetzt überhaupt noch im November klappt, ich bezweifle es fast. Ich muss mal kurz schauen. Derzeit habe ich 15, 12 Parts. Das ist jetzt im Moment ist es gerade der dritte Part, den ich hochlade. Der 13. Part, den ich jetzt gerade aufnehme. Ich denke, das werde ich diesen Monat gar nicht mehr schaffen. Das heißt, stellt sich die Frage, es hieß ja, bis Ende November soll es diesen Trail-Server geben. Das ist so eine Art Werbeserver halt, dass man mal einschnuppern kann, wie das Spiel denn ist, ob man denn gerne mehr möchte. Und an der Stelle würde mich halt mal interessieren, wie viele von euch haben es ausprobiert? Oder sind jetzt dabei geblieben? Oder wer von euch hat es allgemein schon mal gezockt? Oder kennt sich damit aus? Und einfach mal schreiben, was ihr darüber für Erfahrungen habt oder jetzt die seit den letzten Parts für Erfahrungen gesammelt habt. Vielleicht guckt man ja sogar hier auf dem Server mal zusammen. Vielleicht können wir ja hier das Deutschland-Tribe ein wenig erweitern. Das wäre doch Opti, oder? Das wäre doch mal geil. Aber ich glaube, so viel erweitern können wir das gar nicht mehr, weil ja ringsum andere Tribes sind. Könnte man dann höchstens hier die Lager abbrechen, die Zelte, und wir machen einen neuen Tribe. Irgendwo, wie viel haben wir? Jetzt kam da schon wieder diese Meldung. Ach, da liegt ja noch was. Pickup. Gut, jetzt haben wir 8 von den Dingern. Und ich habe aber immer noch nichts dazugelernt. Gut, pack mal die erstmal in die Kiste rein. Ich weiß allerdings gar nicht, in welche. Öffnen. Ach, nicht Pickup. Open. Ach so, da sind die ganzen Dingers drinne. Huchala, huchala, huchala. Ach, das sehe ich jetzt gerade hier nicht. Schieb das mal hier rüber. Misk. Misk, was war Misk? Open. Alles Mögliche irgendwie. So, ich schieb das mal hier runter. Das schiebe ich mal hier hoch. Das schiebe ich mal hier rüber. Und dann kann ich die zwei Hosen auch da hochschieben. Camo Pants. Und Cargo Shorts. Ja, das sind dann ja wohl meine alten Hosen und vom Kollegen die alten Hosen. So, und jetzt schieben wir die ganzen Dinger hier rüber. Stacken können wir die nicht, okay. Dann haben die Kollegen auch was davon. So, haben wir das? Aber wie gesagt, ich habe irgendwie nichts Brauchbares dazugelernt und ich müsste vielleicht mal für diesen Container hier die Permissions noch einstellen. Permissions. Oh, ist er Friends? Habe ich das doch schon gemacht? Log. Oh, ist auch ein Friends. Okay. Habe ich das schon gemacht? Dann ist das ja alles halb so wild. Dann
Mal gucken, noch so ein paar Storage Bins machen. Ja, genau. Dann mache ich mir jetzt einen so einen komischen Storage Bin, stell den irgendwo hin und mache den für Public. Und crafte da irgendwelchen Mist rein. Oh, und der Balken hier füllt sich ja auch immer mehr. Mensch, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Komm, sammel, 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 sammel. So. Einmal geht noch rein. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Hier gibt's Gras im Überfluss. Jeder kann, keiner muss. So. Hopp. Dann brauchen wir wieder den, das Ding und das Ding und dann craft mal. Bitte nicht failen. Success. Okay. Gut, wir sammeln wieder Gras. Da haben wir's. Und dann stellen wir den Container hier vorne irgendwo mitten hin, machen den Public und craften da noch jede Menge anderen Kram rein. So. Komm mal mit, Containerchen. Pickup. So, hier noch ein bisschen Gras mitnehmen. Also diese Äste und Zweige, die sind ja auch recht selten. Die werden zwar immer angezeigt bei den Resources, aber da steht dann immer da, dass es zu wenige sind. Die müssen sich dann wahrscheinlich auch erstmal regenerieren. So, haben wir hier was on board? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Diese komischen Behälter brauchen wir eigentlich nicht. Tarp, diese komischen Matten. Ne, wenn, dann möchte ich schon irgendwas Neueres machen. Was ich erst dazugelernt habe. Scraps, Fabric, Shirt. Ja, dazu bräuchte ich halt wieder dieses Twine. Das möchte ich dann doch mal bald gerne mal lernen. Auch dafür brauche ich Twine. Dafür brauche ich die Platten. Dafür brauche ich Twine. Die Hose habe ich übrigens an. Die Gatherer's Pants. Necklace. Davon könnte ich mal ein bisschen machen, oder? Ja, freilich. Machen wir jetzt mal. Das schiebe ich mir jetzt doch wieder hier rüber. Okay, brauchen wir Schere, Nadel und Able. Schere, Nadel. So. Und diese komischen Grasmatten. Fabric. Fabric, Fabric. Jawohl, geglückt. Wir machen die nächste. Irgendwann muss ich da auch mal im Skill steigen. Oder wieder was Neues dazulernen, meine ich. Ich möchte dieses Twine möchte ich gerne haben und diese Grasplatten. Das kann doch nicht sein, dass ich echt so ewig dafür brauche, um das zu lernen. Das sind doch einfache Sachen eigentlich. Stattdessen kriege ich jede. Och, das kann ich noch nicht mal stacken, das Zeug. Na super. Achso, ne, kann man bei Handschuhen und so ja auch nicht. So, Crafting failed. Ja, dann ist das nächste, was ich wieder machen muss, wieder solche komischen Deckchen. So, Crafting failed. Gut, dann machen wir uns jetzt solche Deckchen, die Fabrics. Da haben wir sie. Geht aus Schere und Gras. Gras habe ich ja noch 4 Stück am Mann. Ich glaube, da kriegen wir 4 Stück raus. Richtig. Ja, dann kriegt man dann jetzt erstmal 16 solche Teile, wenn es nicht fehlt. Oh, 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 oh. Super, jetzt kann ich mir den Hut selber machen, den ich hier auf habe. Ja, dann machen wir den noch gleich mal, wenn wir denn schon die Möglichkeit haben. Versand. Ist der mal ganz unten? Da haben wir doch, genau. So. Hehehe. Ah ne, String. String habe ich doch. Okay, und den Weaver. So, dann bastel mal einen Grashut. Ich habe meinen ersten Grashut gebastelt. Ist ja Gras. Und wir craften den zweiten. Moment, hier steht's doch. Ich kann Grass Twine craften. Da ergeben sich doch schon wieder ganz neue Möglichkeiten. Ja, Mann! So. Achso, das ist unser Totem. Totem, Totem, Totem. So, hier stelle ich Schrott.
Hey. Vielleicht wird jetzt noch was aus den Spikes. Komm, zeig her, was hast du Schönes? Hast du ein paar Spikes für mich? No, dann such weiter. Und das ganze Zeug, das schmeiße ich dann auch gleich mit da rein. Oh, your agility and spirit have increased. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Sword. Ich finde es schade, dass es noch nicht gleich automatisch stackt. Dann haben wir so einen komischen Zipper. Wir stellen den komischen Storage Bin erstmal hier hin. Machen den mal direkt lock auf public. Und Permissions ebenfalls auf public. So. Okay, gut. Open. Und dann wollen wir doch mal. Jetzt sehe ich zwar meinen Typen nicht mehr, aber das ist erstmal in dem Augenblick erstmal uninteressant. Ich schmeiße jetzt einfach alles unsortiert hier rein. Das ist mir gerade ziemlich Bums. Ich glaube, den Fasanhut, den nehme ich dann doch erstmal mit nach Hause. Und die komischen Ketten, die kriege ich ja auch alle. Davon brauche ich gar nichts. Das könnt ihr alles nehmen hier. Bedient euch, Leute. So. Okay, gut. Jetzt ist hier allerdings der Schrott auch schon weg. Aber ich wollte nochmal Scavenging machen und Foraging. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah, noch mehr Nägel. Increase Water Resistance. Ja, ganz toll. Interessiert mich aber gerade mal so gar nicht. Also es sind besondere Nägel irgendwie. Okay, jetzt machen wir noch Foraging. Okay, gut. Twine. Dazu brauchen wir den String hier. Und zwar ganze viermal. Haben wir drei Versuche, um uns ein bisschen Twine herzustellen. Der erste, oh, einmal kriegen wir dafür. Ah ne, zwei Versuche. Wird erst abgezogen, wenn man es denn geschafft hat. Und failed. Super. Jetzt habe ich ganze einmal Twine. Hier. Dann schauen wir, was brauchen wir für String? Für String brauchen wir diesen komischen Garn. Und für diesen komischen Garn, für den Thread, brauche ich Gras. Das heißt, ab zurück. Warte mal, stopp. Label. Schreiben wir mal alles groß hier. Eigentlich wollte ich groß schreiben. Macht aber irgendwie nicht. Jetzt. Free Stuff. Nicht Stiff. Stiff ist Stiffer. Stuff. So. Apply Label. So. Okay, wir rennen zurück. Ich unterbreche den Part an der Stelle, aber ihr werdet dabei sein, wenn ich dann hier anfange, neue Gras-Sachen zu craften. Dann kann ich ja auch neue Rüstungen craften, so teilweise, die ich jetzt anhabe und andere Sachen. Und oh mein Gott, ich bin gespannt, was ich jetzt alles Neues machen kann, was ich noch nicht gemacht habe. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.